Hallo zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute Train Simulator mit der Baureihe 111 und Nahverkehrswagen von Virtual Railroads. Und wir sind auf der Strecke Hannover Hamburg unterwegs und fahren heute den Zug von Hannover nach Uelzen. Eine Regionalbahn. Und ich würde sagen, wir starten schon mal. Mit Shift P heben wir den Stromabnehmer. Den müssen wir natürlich noch den richtigen nehmen. So, jetzt haben wir den hinteren oben. Dann können wir mit Steuerung Z den Motor einschalten. Mit Shift F den Fahrmotorlüfter. Denn wir wollen ja gleich losfahren. So. Können wir auch mit Shift 7 die Siebe anschalten und mit Shift 8 die PZB. Zugart 0 ist vor. Okay, das ist... Oder oh, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. So, dann würde ich sagen, fahren wir gleich mal los. Wir fahren jetzt erstmal vor in den Hannover Hauptbahnhof. Und ab da geht es dann weiter Richtung Uelzen über Langenhagen Mitte und so. Wie man gerade gesehen hat. Ich spiele leider nur auf der niedrigen Grafik, da wenn ich die Grafik zu weit nach oben schalte, leckt das Ganze und ich möchte natürlich nicht, dass hier alles leckt. Also, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Leider weiß ich auch nicht, wie man die behebt. Also das wäre, also falls ich da jemand auskennt, wäre es schön, wenn es mir irgendjemand in die Kommentare schreibt. So, jetzt müssen wir hier erstmal wieder den Gang reinmachen. Jetzt haben wir leider schon Verspätung. Und dann fahren wir jetzt praktisch in den Tag rein. Ich glaube, man sieht jetzt so besser. Lassen wir mal RB Regionalbahn.
wir hatten hier mal eine E-Markierung, dann sind wir relativ mittig. Und mit T können wir jetzt die Türen öffnen. Genau. Perfekt. Mit Steuerung F schalten wir erstmal den Fahrmotorlüfter wieder aus. Ich denke mal, den brauchen wir jetzt, auch wenn wir den Bahnsteig stehen, nicht. Steht unsere Tasche, da können wir nachher auch unser Frühstück essen oder so. Der Zug fährt mit der Zug durch. Ganz schön aus, ne? Ja. Also mir gefällt der Zug. Aber ist auch so ein bisschen selbstverständlich. Lüften wir auch gleich wieder los von, hoffe ich. Da hinten kommt gerade eine S-Bahn rein. Aber sieht so aus, als müssten wir gleich den Führerstand wechseln. Da kommt die S-Bahn rein. So, dann können wir erstmal die Tür schließen. So. Obwohl, ich fahre jetzt einfach mal los. Motorlüfter müssen wir wieder reinmachen, sonst überhitzt uns hier der Motor. Wäre schlecht. Dann können wir schon mal Gas geben. Geht sie mit 60 aus dem Bahnhof raus. Ja. Okay, es ist in die richtige Richtung. Sehr gut. Müssen wir auch ständig betätigen. So, so sieht das Ganze dann aus dem Wagen aus. Eigentlich ziemlich gut gemacht vom Motorway Road.
Allerdings weiß ich jetzt nicht, was der Zug hier jetzt mit Geschwindigkeitsüberschreitung ist. Da steht 243 und eine Baureihe 424. Abgestellt. Da kommt der Zug entgegen. Das Szenario habe ich übrigens von Railsim. Mal gucken, ich glaube, ich gebe den Link auch nochmal rein. Also ich habe jetzt die Variante mit den wenigen... Sorry. Mit den wenigen Payware-Addons genommen. Aber, also das könnt ihr dann euch aussuchen, ob ihr jetzt viele Sachen kaufen müsst oder nicht. Mal schauen. Ja, lange mal wieder ein Train-Simulator-Let's Play hier. Mal gucken, ich glaube, ich muss das dann auch teilen, weil die, das Szenario soll etwas länger sein. So, jetzt schalten wir mal ein bisschen auf hier. Dass sie noch mal ein bisschen Gas gibt. So, jetzt müssen wir abschalten, also jetzt sind wir ja schon über der Geschwindigkeit wieder. Ja, da ist der, wie gesagt, das ist der Abstellwagen. Schon der erste Zug entgegen. Baureihe 101. Hier stehen ein paar 151er. Recht typisch. So, jetzt müssen wir doch ein bisschen die Geschwindigkeit hier nochmal zurück. Schon um 8, aber es ist noch dunkel. Sehr interessant. So, ich denke, das brauchen wir eigentlich nicht. Frau Max steht hier nichts, glaube ich. Naja, egal.
Camper meldet sich wieder. Und da hinten sieht so aus, als würde dieser Lauf gehen. Kommen wir langsam an die 160 ran. Ja, wir sollten schon mal abschalten, wenn wir kommen zu dem Bahnhof. Jetzt überholen wir nochmal eine S-Bahn. Nach Hannover Flughafen. Güterzug auf der S-Bahn-Strecke. Was ich noch nicht erkannt. Ich denke mal, wir halten noch relativ weit vorne jetzt. Naja, beim D hier. Ich denke, das ist relativ gut gehalten. So, dann können wir den Fahrmotorlüfter auch nochmal ausmachen. Aber gut beleuchtet das Ganze. Ach, da kommt gerade die S-Bahn rein. Okay. Das ist komisch, die hat keine Sounds mehr. Denn ich habe hier das Morphe Sound Update von der 424 drinne. Und da haben die AI-Fahrzeuge dann einfach keinen Sound mehr. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber ich lasse es einfach mal. Also ich möchte da jetzt nicht weiter drin rumfuschen. Nicht, dass ich mir das komplette Fahrzeug mehr versaue. Das wäre auch schade. So, dann können wir abfahren. So, die ersten Türen sind schon geschlossen. Sie schließen auch nicht gleich, also gleichzeitig wie bei anderen Fahrzeugen, sondern das ist hier etwas besser geregelt, finde ich. So, gleich mal den Fahrmotorlüfter nochmal rein. Oh, jetzt ist eine Parallelausfahrt.
Ich glaube, jetzt überholt sie gleich. Da will ich nicht ganz so schnell ausfahren. Ja. Aber wir schalten dennoch mal auf. Mal gucken, ob wir hier noch... Nee, die rast jetzt weg uns davon, leider. Ich dachte, wir kriegen vielleicht noch ein Wettrennen hin oder so. Aber sieht schlecht aus. So, das sieht fast auch... Ist auch noch da. Jetzt können wir schon zugucken, wie die uns hier wegrast. Ach, da vorne ist ja nochmal ein Bahnhof. Okay, nein. Dann muss sie ja gleich hier nochmal anhalten. Ist das Ganze jetzt auch nicht so gut. Auch Kollege. Und mal gucken, wobei. Okay, nächster Halt ist dann Isernhagen, Gleis 1. Ich glaube, wir haben immer noch etwas Verspätung. Fahren wir doch relativ schnell jetzt. So, ich denke, ich schalte jetzt auch erstmal ab. Dann können wir uns das Ganze mal aus der Ferne angucken. Ja, das ist doch mal ein schönes Bild. Das sieht doch sehr schön aus. Oh, noch ein Zug da. Ein sehr schönes Szenario für dich. Das hat er da gut gemacht, meine Arbeit. Also, ich habe jetzt leider nicht gemerkt, wie er heißt. Tut mir leid. Aber das könnte er ja dann selbst nochmal nach. Jetzt haben sie hier auch die Oberleitung gewechselt. Arbeiten Sie hier mit dem Oberleitungstool, das hier, also von dieser Strecke hier. Oberleitungstool Hamburg-Hannover. Und vorhin, als wir im Hannover Hauptbahnhof waren, da haben sie ja noch das alte benutzt von TS 2010 oder so. Bei Köln-Koblenz ist es ja auch nochmal dabei. Da haben sie aber dann eine Verbesserung gebracht, da haben sie dann jetzt mehr Auswahl hier an den Oberleitungsmasten. Oh, ich fällt gerade auf. Das wäre jetzt ganz böse. Ich weiß leider nicht, wie ich die ausmache. Das finde ich... Das ist doch wirklich blöd. Immer jetzt, wenn der Zug steht, ey. Das
doch auch beschissen. Toll, und kurz vom Bahnhof auch noch. Na, jetzt ist klar, dass wir Verspätung haben. Obwohl, eigentlich sind wir ja sogar noch richtig. Also Punkte ist aber eigentlich noch. Na gut, ja jetzt nicht mehr, aber für sowas kann ich ja dann auch nichts. Jetzt haben sie hier wieder die alte Oberleitung drin. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum die das so gewechselt haben. Aber man muss ja auch nicht alles verstehen. Fahren wir aber wirklich bis nach vorne durch. Damit der Zug hier auch richtig drin steht. So streng, ich denke, da haben wir doch noch einen guten Halt jetzt. Ihr kriegt. Ich hoffe, der Fahrmotorlüfter geht jetzt auch raus. Müsste eigentlich. Ja, so, der ist aus.